Der alte Kapitän Morosus ist, seitdem eine Explosion sein Gehör geschädigt hat, überaus lärmempfindlich und schätzt die Friedlichkeit seines abgeschiedenen Hauses, dessen Ruhe nur durch die redselige Haushälterin gestört wird. In seiner Oper »Die schweigsame Frau« beschreiben Richard Strauss und sein Librettist Stefan Zweig höchst farbig und unterhaltsam die Welt dieses Sonderlings, die durch dessen Neffen und seine Operntruppe gehörig durcheinander gewirbelt wird. Am Ende aber kehrt doch die ersehnte Ruhe ein und Morosus ist mit sich und der Welt rundum zufrieden. In seinem Schlussmonolog singt er den denkwürdigen Satz: Wie schön ist doch die Musik, aber wie schön erst, wenn sie vorüber ist. Das klingt wie ein netter Gag, zumal in einer Oper. Aber ich denke immer, dass ein Kern Wahrheit dahinter steckt, ob von den Autoren beabsichtigt oder nicht. Der Augenblick nämlich, in dem ein Musikstück endet, wenn die Musik dahin zurückkehrt, woher sie gekommen ist, in die Stille. Dieser Moment ist von besonderer Intensität. In dieser kurzen Zeitspanne, in der die Musik in uns nachwirkt, glauben wir, sie, die ihrem Wesen nach vergänglich ist, in ihrer Ganzheit zu erkennen, Anfang und Ende zu korrelieren. Bis dann die Hände der Zuhörer ein den Künstler erfreuendes, aber der Kontemplation abträgliches Geräusch produzieren. Hören Sie den behaglichen Schlussmonolog des Kapitän Morosus, gesungen von Thomas Kohl und begleitet von Felix Immanuel Achtner. Schrei.